Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Annas Quest. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, dass wir zu den weißen Frauen gehen, weil wir haben in der letzten Episode geschafft, die magische Geige zu ergattern im Antiquitätenladen, indem wir von Roostwick die alte Geige bekommen haben. Nachdem wir die Räuber aus dem Haus am See vertrieben haben und die Bremer Stadtmusikanten dort einziehen konnten. Jetzt ist die Frage, gehen wir vielleicht, wenn wir einmal in der Kirche sind, erst dorthin? Denn ich habe mir hier auf dem Zettel, den seht ihr jetzt natürlich nicht, notiert, welche Noten wir eventuell hier gebrauchen könnten. Wir fragen mal kurz Theodor. Hello again, Theodor. Hello, young one. Ob er diese Noten irgendwie kennt. Der Drache mit dem Glockenturm, lebhaft ruhig, Mann im Porträt da drüben, trauriges Bild. Danke für deine Hilfe. Okay. Thanks for your help. Of course. Wir haben ja hier auch nirgendwo ein Musikbuch oder sowas drin, was Noten angeht, ne? Glaube nicht. Lass uns mal kurz zur Kirchenorgel gehen. Vielleicht können wir da schon irgendwas ausrichten. Boah, ich habe gar keine Ahnung, welche Taste welche sein soll. Wisst ihr das? Und das für Schritte, die wir gerade im Hintergrund gehört haben, das war creepy. Okay, wir können alle Tasten benutzen. Nehmen wir an, dass das unsere Haupttastatur ist und wir haben ja eine Note, die hier oben drüber spielt. Ich gehe gerade davon aus, das hier könnte auch das M sein. Aber das hier ist es, glaube ich, eher. Weil wir haben hier so ein V. Dann wäre das ein Herz. Ja, aber welche der Tasten nimmt man da? Wir können fünf Töne machen. Und es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Noten, die wir haben. Versuchte gerade daran abzuwägen, welche Note wo sein könnte. Ich habe jetzt gedacht, die mit dem M, weil hier drei Striche sind und das M halt drei Striche hat, wisst ihr? Dass das dieses hier sein könnte oder dieses zum Beispiel. Und dann gibt es ja noch die Dinger, die halt ein V haben und wenn die runtergehen, ist unten so ein M noch dran. Aber selbst wenn das hier das M wäre, welche Note ist es denn dann? Und welche Taste? Wir können ja nur fünf verwenden, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wir brauchen dafür noch weitere Hilfe irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir die herbekommen, denn ich glaube, diese Tür hier zum Beispiel öffnet sich erst, sobald wir die Orgel richtig spielen. Und hier ist ja, warte mal, können wir die Orgel genauer angucken? It's a big old beautiful church organ. It must play amazing music. Well, it would if you knew how to play, which I don't. Okay, wir brauchen irgendwoher also sowas wie Noten. Aber ich wüsste gerade nicht, wo wir die herkriegen. Eventuell aus der Mühle. Weil in der Mühle waren wir noch gar nicht drin. Dort könnten noch Sachen rumliegen. Wir gehen halt doch erstmal zu den weißen Frauen und gucken, was da abgeht. So, hä? Ah, hier ist der See. Gut. Und können wir das gleich hier nehmen und denen was vorspielen? Okay, let's see here. Reward such beauty. We must reward. Oh, yes. Yes. Perhaps the amber ore as a reward? Yes. Our treasure. Our most beloved possession. Guard. We must guard, but we must reward. The amber orb. Yes. We will get the reward. Anna, you did it! That was amazing!
Ah, shucks. Well, to be completely honest, I kind of cheated. Never mind that. You broke their hold over the Amber Orb. After all these years. It's unbelievable. Well, I couldn't have done it without your help, Hans. If there's anything I can do for you, something to help your spirit rest. It's strange, but I feel like you're already helping me. No, not me. It's actually an old friend. Oh, is that so? Well, that's good then, I think. It is. I feel at peace now. The reason I came here to this lake. It's so long ago, though. I just remember her reaching to me. She's so sad. It was me. I made her sad. Oh, Anna, it was a mistake. Such a terrible mistake. I should never have come here. Hans. But what you're doing, I can't explain it, but it's helping my friend. I know it is. Then let's get this spell done. For Grandpa, and for her. Thank you. For everything, Anna. Thank you. Goodbye, Hans. I hope you're at peace now, wherever you are. Sir! Oh dear. Have you or have you not seen either of these two? No. I have seen no such, deviants. Deviants indeed, sir. Of the highest order. Well, second highest. Who, might a gentleman who's not at all involved, inquire as to what they have done? I cannot say, good citizen, but the order comes direct from the queen herself. Well, queen to be. Bob, what have I told you about this? Once again, we're in the middle of an interrogation, and yet it's all about Bob, isn't it? Well? Yes, you're right. It's not always about Bob. I'm sorry, sir. It's quite all right, Bob. It's been a hard run today. What say we put our tensions aside and sample some of this fine establishment's offerings? What say you, good citizen? You will join us, won't you? But, sirs, I'm not allowed to go in there. Nonsense! A man with a fine mustache is yours? Ha! What pish-posh! Come along now, it's in order. And just like that, the Weissefrauen went down and brought the orb up to me personally. Thrilling. You have the orb anyway, that's all that matters. Well, yes, but you know that's quite a story, isn't it? Yes, nothing beats a child prattling on while people lay cursed and waiting. Oh, yes. Yes, I'm sorry. That is but one item, child. Don't get too excited. There's still a ways to go. Okay, wie war es mit der Rose nochmal, das Zauberbuch? Ja, erzähl mir das nochmal mit der Rose, ich weiß es nicht mehr genau. What did you say about the rose again? An enchanted rose from the tops of Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would know more on the legend. Wow, a dragon! Okay, ich erinnere mich daran. Und das Zauberbuch hat ja die Tante. I best get looking for these objects then. Yes. Okay. I'll see you soon then, with the objects. Okay then. Okay. Hier wird ja erstmal nichts weiter sein. Hier sind die Fenster und so. Aber sie weiß ja noch nicht, warum sie das tun sollte, richtig? Hat sich jetzt auch nicht geändert, oder? Oh yeah. If I bent the lamp down, I could light the lanterns. But I don't see a reason to do that at the moment. Okay.
Also immer noch das Gleiche, was das angeht. Ich würde vorschlagen, wir gehen zuallererst mal in die Taverne rein, um zu gucken, was Ben mit den Typen macht. Oh, hi, Ben. I didn't know. Oh. And then the cowering thief turned and said... Uh-oh. Oh, dear. No. No, he said neither of those things. Whose story is this, anyhow? Hold on. Hold on. You two know each other? Hi, Anne. An innocent friend of mine, who isn't Anna, the wanted girl. Ah, yes. Hello, mister. Who is a normal friend of mine and not a bear. You know, there is a young girl wanted in the area that looks just like you. Oh, like me? But I'm just a completely innocent girl. An innocent, not guilty girl, you say? Say, you haven't seen a girl that actually is guilty then, have you? We can't find the lass anywhere. About the same age, has a bear fellow for a friend. Quite hard to miss, I'd imagine. Oh, yes, I'd imagine so too. No, definitely no bear friends. A friend for a bear. How strange. Strange indeed, but dangerous. So don't approach them if you do see them, you hear? Now, where was I? Ah, darn it, I don't remember. Hmm. Are you okay, Yes, Bjorn? Bjorn. Bjorn is what my name is, isn't it? Abba. Abby? Yes, Abby. I am well, Abby. Good grief! You travelers have peculiar conversations. Do you always quibble over your own names? Oh, yes. Nothing like a good name quibbling. Hear, hear. To quibbling. I can't turn down a toast. To quibbling! But yes, I'm fine, thanks. Just hurry. We should get going as soon as possible, I think. Couldn't agree more. I'm figuring this out as quick as I can, I promise. Okay. Bei der Mühle kommen wir ja trotzdem aktuell nicht weiter, ne? Ist denn mit Gottfried irgendwas? Sir? Nee, immer noch nicht. Leave. Can I... Oh, dear. Okay. Den Typen selber anquatschen? So far, they don't suspect me. But I don't want to try my luck any further. I always thought royal guards would be... dashing? Heroic? Or even just a little... In times of dangerous children and roaming bear folk, I must say, it is good to still find gentlemen like yourself. A toast to you, good sir. Just a little less clueless. So far, they don't suspect me, but I don't want to try my luck any further. Are you okay, B? Yes, Bjorn is... Abba, yeah. Good, you... Oh, yeah. Here, I can... But just hurry. Couldn't agree more. I'm big... Okay. Ich habe einfach nur gedacht, dass wir jetzt nochmal eine andere Sprachmöglichkeit bekommen. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir einfach in die Kirche nochmal und versuchen es da wieder? Weil eine andere Wahl haben wir doch jetzt gerade gar nicht, oder? Ich meine, wir können es... Warte mal, lass uns mal nochmal versuchen, durch den Wald zu gehen. Vielleicht begegnen wir da irgendwie, weil es jetzt ja ein neues Szenario ist. Wir versuchen jetzt nochmal. It seems very quiet. Okay, hat sich noch nichts geändert? Kann ich jetzt das aufbrechen? I should try the sip. Zivilisierte Art. Die ja nicht funktioniert. Hier. Das geht mit Sicherheit nicht, sonst wäre das erst schon gegangen, ja. Und hier? The little guy does. Okay, interessiert ihn nicht. Wir hatten ja auch hier nichts anderes. Nein, haben wir nicht. Okay. Dann ist hier nichts weiter. Na, I don't think it will. Zu den weißen Frauen können wir nicht mehr. Wir können hier hin. Aber ich denke auch nur, weil der Baumstamm hier ist. Okay. Ist an dem Schild noch was? Abbildung vom Totenkopf. Warnung. Taking the sign down is a. Kann ich das hier irgendwie abzeichnen oder so? No. I don't really
want to... Hopefully I can... I'm not about to damage... Nope. It doesn't seem to... No, I'll just leave it as it is. Okay. How neat! It's like the patterns are burnt right into the wood there. This must be the shrine, it must be. But what does it mean? So mystical and mysterious. Ja, gerade noch keine Ahnung, was wir mit denen machen sollen. Ob da was in der Mühle ist, weiß ich auch nicht. In der Taverne waren wir gerade drin. Können wir mit dem Wirt vielleicht noch irgendwas erzählen, was Neues? Weißt du, warum der Mann so traurig ist? Konnten wir schon immer fragen? Do you know why this man is so sad? Ah, Gottfried. Best leave him be. The man's in grieving. It's his youngin, see? Like I says before, children up been vanishing. Oh my gosh, that's terrible. We have to do something. Haven't you tried to... Wait, don't tell me. Aye. Head down, mind of my own. Ugh. Ich mache meinen Kram weiter. Tja, also Gil sieht aus, als könnte er noch einen Drink vertragen. Warum? Wir machen es mal. Hey, so... Gil looks kind of like he needs another drink there. Gil will make sure I know when he needs another. All right, thank you. Hi, as should I. Okay, kann ich jetzt mit ihm mehr reden? Ich hab das mit deinem Sohn gehört, jetzt geht's. I heard about your boy. I'm really very sorry, sir. Yeah, not as much as I am. Well, maybe I can help. Was it near the mill, like the others? Yes. Hansel, he was taken near the mill. But you mustn't. It's too dangerous for us simple folk. Some things can't be helped, child. Evil will have its way in this wicked world. You'll see the world for what it is one day. Then you'll see. You'll see there's no good. I'm sorry, sir, but you're wrong. It's true, there is lots of bad, more than I ever realized. And even hiding from it on the farm didn't help me. But the thing is, there is good, too. Lots of good. And I'll even prove it to you. I'll find your son, sir. I promise. Sure. As you say, little one. Such youthful innocence. Is there anything you can tell me about the mill? Anything that might help? It's that witch in the mill, I'm sure of it. I'd left Hansel right there. The place was deserted. When I got back, he was gone. And the mill was all lit up and locked tight. Oh, but why did you leave him there? My wife. She hadn't been herself lately, and we were starving, see. And you left him out there, all on his own? I know I've done wrong. I'm not proud. I'm a fool. I know it now, more than anyone. I just want him back. I want to make things right. What good is it, though? Evil will have its way in this wicked world. You'll see. I better get going now. I'll find your son, sir. I promise. Okay. Also müssen wir Hänsel bei der Mühle finden. Hier ist jetzt auch Licht in der Mühle, oder? War das erst schon? Weiß gar nicht genau. A hatch door. Probably to a dusty old empty. But judging by the bartender's story... I hope it's nothing more sinister than that.
Locked. Ich habe auch immer noch nichts zum Öffnen. Hello? Is anybody home? Yes? It's you! Yes. Well, I met you earlier, and that book... A child. Well, yeah, that's me. See, the book you borrowed. I was hoping... Ooh, what good timing. Oh, do come in. I'm just about to eat. Oh, no. You should come in. Now. Please, would you come in? Oh, dear. Well, I suppose I'll come in. Take a seat. Sit. It's almost ready. Where are you, Hansel? Okay, liebe Leute, ich würde dann sagen, an der Stelle haben wir ja schon mal die Oma mit dem Buch gefunden und anscheinend auch Hänsel irgendwo. Aber wenn es Hänsel so geht wie dem Vogel hier im Käfig, dann habe ich jetzt nicht mehr so viel Hoffnung. Aber gucken wir erstmal, was passiert. Und zwar in der nächsten Folge von Earth Quest. Also bis dann. Tschüss.